So, Leute, willkommen zurück hier in der Wilden Wasserwerft zum letzten Mal. Ich kann, glaube ich, auch hier abkürzen. Das habe ich das letzte Mal so rausgefunden. Na, wenn ich es geschickt mache. Ja, gut, das war wohl geschickt. Ich bin ja immerhin oben angekommen. Genau, und ich habe noch mal in den Spieleberater geguckt. Wegen der ganzen Gegner und der Münzen hier und bla und blub. Also so Mantus, Rachus, Sharky und so. Die waren alle richtig von der Namensgebung her, beziehungsweise von meiner Namensbenennung. So, dann noch die Walze aus der Pyramide, meinte ich ja Walter. War vollständig heißt der Walzenwalter. War aber auch ganz gut. Ja, ansonsten Flap Flap, Glubschi etc. Die waren alle richtig, da konnte ich mich noch dran erinnern. Ja, Zisla und Sam habe ich ja schon in einem vorherigen Part erwähnt. Die kann ich rauszoomen. Dafür kann ich hier den Schlüssel reinstecken. Ja, genau, ist ja auch ein feierlicher Augenblick. Wir haben das Erdgeschoss und den Keller abgegrast und können jetzt in den ersten Stock. Chillig. Und, ja, gegnertechnisch war es das, glaube ich, auch erstmal. Aber ansonsten, genau, die Münzen. In der Wilden Wasserwerft gibt es wohl insgesamt 106 Münzen laut Spieleberater. Wir hatten 101. Das heißt wohl, dass uns eine so eine Fünfersäule noch irgendwo gefehlt hat, schätzungsweise. Aber keine Ahnung, wo die sein soll. Aber ist auch egal. Hallo Mario, du hast bereits einiges zur Rettung des Schlosses getan. Na, endlich mal einer, der das erkennt. Aber du musst noch viele Geheimnisse der Wandgemälde lüften. Manchmal spielen dir deine Augen einen Streich. Die Realität verschwindet hinter Fassaden. Aber du kannst das Trugbild durchdringen, wenn du es im Spiegel betrachtest. Wasser ist ein flüssiges Element. Nee, Wasser ist kein Element. Tut mir leid. Die Magie des Wandgemäldes beeinflusst sein Verhalten. Wähle verschiedene Wege, um die versunkene Stadt durch das Gemälde zu betreten. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Hier habe ich etwas für dich. Es hilft dir, Bowser zu besiegen. Genau, er gibt uns gleich mal Tipps fürs 10. und 11. Level. Na gut, Wasser jetzt so chemisch gesehen ist kein Element. Aber er meinte wohl jetzt Element in der anderen Bedeutung, die es noch hat. Dann kann ich das akzeptieren. Na egal, auf jeden Fall sind wir falsch. Auf jeden Fall haben wir einfach so einen Stern abgegriffen. So, Frostbeulen Frust. Ich hoffe, es endet nicht in Frust. Da habe ich nämlich gerade mal keinen Bock drauf. Ach ja, und wir sehen zum ersten Mal. Nee, zum ersten Mal nicht. Im allerersten Part haben wir ihn gesehen. Lucky Two, der uns filmt. Ist auch geil gemacht. Erklimme den Kopf. Ach ja, Buddy ist ja im Iglu, glaube ich, ne? Das war doch, glaube ich, so. Ja, das heißt, mit der Kanone brauchen wir erstmal nicht zu rechnen. So, du bist der zweite Stern. Bad Bully. Oder Bad Bully kann das sein. Genau, es gibt Big Bully, mit dem wir uns eine Lava-Lagune etliche Male angelegt haben. Das ist Bad Bully. Juhu! So. Kurz vor dem großen Ding haben wir es doch noch geschafft. Und bisher sind wir auch ziemlich gut unterwegs. Wir sind fast schon da. Nur jetzt kommt der schwierige Teil. Genau, wir müssen auf ihren Kopf. Oder wahlweise links von ihr langlaufen. Aber das ist ein bisschen schwer, weil die mal vor, zurückgeht, anhält, sonst was macht. Und hier oben stehen wir auf jeden Fall sicher. Ja, genau, jetzt kommt der Moonwalk. Wenn man dann weiter nach vorne läuft, dann hat man hart gelitten. So, geh rüber jetzt. Noch ein Stück. Ah, komm, das reicht. Gut. Dann haben wir es doch geschafft. Dann haben wir jetzt ja, glaube ich, sogar zweimal den Kopf erklommen. Nee, wirklich, bei der Pinguinmutter immer auf den Kopf springen. Sonst wird das echt ziemlich schwer. Und es endet echt in Frostbeulenfrust. Oh, Bestleistung, 5 Münzen. Ich würde sagen, diese Bestleistung wollen wir mit Bad Bully teilen. Spiele mit Bad Bully. Ja, machen wir. A76, 76, wir sind schon wieder gleich auf. Das wird mit den 99 Leben auf jeden Fall was. Ich will echt mal wissen, was Yoshi dann macht. Okay, das war ein hinterhältiger Überraschungsangriff, aber wir können auch ruhig mal fies sein.
Ich meine, wenn wir einfach hier lang gehen und nichts machen, dann boxt er uns trotzdem weg. Einfach nur, weil er aggressiv ist. Von daher haben wir mal die miese Ninja-Technik angewandt. Er konnte gar nicht gucken, so schnell war man da. Aber wir haben ihn ja auch nicht von hinten angegriffen. Deswegen war es auch nur ein halber fieser Angriff. So, was müssen wir denn jetzt ins Haus rein? Wage dich ins Eis. Ja, werde ich doch mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Juhu! Na gut, so komme ich da nicht rauf. So, wo geht's denn lang? Hier geht's auf jeden Fall hoch. Hier lang. Genau. Und das war ein ganz schwerer Stern. Ja, vielleicht sind wir dann das nächste Mal schon mit dem 10. Level fertig. Na, ich weiß nicht. Der 100 Münzstern kommt dann auch immer dazu, der nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Aber den kombiniere ich ja immer. Gehe zum Eissee. Ja genau, das ist der Stern da oben. Danach kommen noch die roten Münzen und das Iglu. Na, ich weiß nicht, was ich zuerst mache. Ja, ich glaube, ich fange mit den roten Münzen und dann auch den Münzstern an. Ach ja, wenn man hier einmal verkackt, hat man ja gelitten. So, einfach gleich draufspringen, gar nicht lange fackeln. Das ist echt das Beste, was ihr machen könnt. Aber ich habe, glaube ich, bisher in meinen 13 Jahren, also in meiner 13-jährigen Karriere Super Mario 64, da bin ich jetzt das erste Mal gleich draufgesprungen, ohne zu warten. Weil ich glaube, der kommt dann eh nur immer näher. Da muss man wieder warten, bis er weg ist und bla. Und dass es jetzt sogar eine Aufnahme geklappt hat, gar nicht mal schlecht. Sonst endet es ja immer ein Fail, wie man weiß. So, 8 rote Münzen, genau. Inklusive 100 Münzstern. Ja genau, da das Level direkt danach kommt, also nach der wilden Wasserwerft, habe ich gleich mal geguckt. Ach, so kriegst du keinen Schaden, ne? Das ist ja interessant. Aber so, das ist unlogisch. Ja, habe ich mal geguckt und hier gibt es 123 Münzen. Also auch nicht so viele über 100. Aber das sollte doch machbar sein, denke ich mal. Aus dem Iglu komme ich da wieder raus? Ja, komme ich. Wäre nämlich sonst ein bisschen semi-cool, sage ich mal. Also hier spawnt der Stern. Das ist auch gut zu wissen. Und du gibst noch Münzen. Und der Fly Guy eventuell auch. Ich wollte ihn eigentlich boxen, aber dann wären die Münzen in den Abgrund gefallen. Deswegen locke ich ihn erstmal ein bisschen hierher. Dich boxe ich auch, Junge. Hey, wie er durchglitscht. Ist ja Traum, ey. So. Deine 2 Münzen haben wir auf jeden Fall auch. So, da unten. Gibt's da unten was? Ich glaube nicht, ne. Gut. Dann haben wir da auch schon mal... Oh, voll in die Spitze gesprungen. So, da kommen wir so nicht raus. Ja, ich latsch da voll rein, aber es ist mir gerade echt egal. Wir machen das hier ohne Rücksicht auf Verluste. Ich will jetzt auch mal die erste rote Münze einsammeln. So, haben wir doch schon mal ein Viertel zusammen. Oh ja, die beiden da unten. Wenn ich das dann mit dem Panzer verkacke, dann kann ich den Stern gleich knicken. Deswegen sollte ich mir vielleicht erstmal den Panzer holen. Oh, diesmal habe ich dich aber geboxt. Ach, einen Schneemann gibt's auch. Da oben gab's auch noch einen, fällt mir gerade auf. Nur der ist irgendwie gar nicht erschienen. Wo war der denn? Los! Jawohl. Gut, machen wir erstmal dich, Kumpel, platt. Oh, hier laufen voll viele von den Dingern rum. Die heißen übrigens Propi. Habe ich auch gerade mal nachgeguckt, wo ich gerade im Gegnerverzeichnis war. So, aber nun zu dir, Evil Schneemann auf Doom. Du hältst auch nicht mehr aus als Glubschi. So, was gibt's hier? Lame oder Münzen? Mir ist beides recht, aber Münzen wären mir lieber. Denn Lame sind wir richtig gut dabei. Ja, er respawnt einfach mal instant. Ja, da müssen wir auch hoch. Oh, hat's genau nicht gereicht. Ah, na gut, dann müssen wir hier auch noch gleich das mit Propi schaffen. Ja, ist egal, wenn ich Schaden kriege durchs Eiswasser.
kriege ich noch nicht mal. Ha! Perfekt, die Münze eingesammelt. Nee, du sollst nicht näher kommen. Oh. Gut, das muss jetzt alles perfekt laufen. Ist aber gar kein Problem, denn ich kann dir den Part beenden, mich mental darauf vorbereiten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!